Doch der Lehre, Pferde nach Zeichen und Farben zu beurteilen, kann er sich nicht anschließen. Grisone hielt darauf unzweifelhaft große Stücke und Blandeville trug diese Elementenlehre weiter. Newcastles Kommentar am Ende des 5. Kapitels ist unzweideutig. Ich gebe keinem Gehör, der mir von Zeichen oder Elementen schwätzet, denn es tauget nichts und ich weiß keinen besseren Rat, als dass man ein Pferd vielmals probiert und immer zu reite. Denn in allen Farben und Zeichen gibt es mehr schlimme als gute Pferde, gleich wie es sowohl mit den Menschen als mit allen anderen Dingen in der Welt beschaffen ist, dass alle Zeit mehr Böses als Gutes zu finden. Und dennoch braucht der Reiter irgendwelche Anhaltspunkte, die ihm helfen, ein Pferd zu beurteilen. Darum geht es im 6. Kapitel des 1. Teils. Von der schönsten Größe und erwünschten Gestalt eines Pferdes. Ein weiterer Seitenhieb auf Thomas Blandeville. Blandeville redet auf solche Weise von der schönen Größe und Gestalt eines Pferdes, dass Gott und die Natur nimmermehr dergleichen gebildet haben. Ein Pferd nach der Vorstellung Blandevilles ließe sich, außer in dessen, Zitat, ausgehöhltem leeren Kopf, nirgends finden. Ein jedes Land hat seine besondere Leibsgestalt und Gewächse der Pferde, als da sind türkische Pferde, spanische Pferde, napolitanische, barbarische, flandrische und deutsche, ein jedes nach seiner Art. Mit einem Wort will ich kurz zeigen, dass es vergebens sei, wann man sich bemüht, die wahrhaftige Gestalt und Bildung eines Pferdes zu beschreiben. Zum Exempel, wer kann die wahrhaftige Leibsgestalt eines Hundes abmalen? Ein Schäferhund oder ein Rüde ist kein Windspiel, ein Windspiel ist kein Jagdhund und dieser ist kein Frauenzimmerhündlein. Und dennoch können sie alle wohlgestaltet sein, ein jeder nach seiner Art. So ist es eben mit den Pferden. Da das äußere Erscheinungsbild nicht zuletzt von der Fütterung abhängig ist, wird auch dieses Thema kurz gestreift. Wir erfahren, dass es zweierlei Sorten Gerste gab, von denen Newcastle jedoch nur eine als geeignet für Pferde ansieht. Überhaupt werde Gerste nur dort eingesetzt, wo es an Hafer mangele. Hafer empfiehlt er als die beste Pferdenahrung. Der Reis reinigt gar zu sehr, der Weizen macht gar zu fett und das gute Brot benimmt den Atem. Die Pferde werden so weich davon, dass sie leichtlich schwitzen.